Ich wollte eigentlich The Evil Within spielen. Ich glaube, ich drücke mich ein bisschen davor, obwohl Bioshock eigentlich schlimmer ist wegen dem Setting. Aber ich will auch wissen, wie es bei Bioshock weitergeht. Ich will bei beiden Spielen wissen, wie es weitergeht. Nur ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zum Streamen. Zum Teufel! Interessant. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Bandagen finde ich immer gut. Ich hab doch nur hier rauf geguckt. Ein Vita-Teil. Finde ich gut. Was ist das? Genbank? Oh! Drücke, um zu sehen, welche Modifikationen. Kann man hier nicht noch mehr freischalten? Das würde mich interessieren. Hier oben die. Oder kommt das erst später? Also hier würde ich gerne wieder Feuer nehmen. So, dann habe ich hier. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Hacken kann ich tatsächlich nicht so gut. Aber ich habe auch anscheinend keinen Ersatz dafür. Dabei hatte ich mir letztens erst welche gekauft. Verringert sich der Schwierigkeitsgrad, reduziert die Fließgeschwindigkeit. Ach, hier habe ich die körperlichen Sachen. Interessant. Wenn du getroffen wirst, gibt es einen elektrischen Schlag ab. Aber ich hätte auch gern, dass ich mehr aushalte. Nur den Schraubenschlüssel muss ich auch noch eine Weile länger benutzen. Dankeschön, Genbank. Haben wir hier noch was? Das geht nicht. Objekt kaufen, hacken. Entschuldigung, Zirkus der Werte. Ich wollte noch ein bisschen Geld sammeln. Hallo? Es geht von alleine auf. Gar nicht gruselig. Der Bildschirm ist auch gar nicht gruselig. Hi, Bui! Ja, ich sehe das da hinten, aber mein Twitch ist gerade hier. Chat. Oh. Hä? Kann ich das nicht aufnehmen? Das ist aber nicht nett. Hallo, Dame. Jetzt ist die werte Dame verschwunden. Munition. Nehme ich immer gern.
Wechseln wir mal die Waffe wieder. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Wird das ein Endboss? Heilen 16 Dollar. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich habe momentan noch genug Medipacks. Und ich würde mal gern was zu essen finden. Was zum... Nein! Hallo. Das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment, schöne Dame. Die einzigen Menschen, denen hier die Todesstrafe... Mein Fisch. Sie gefährden all das, wofür wir in Rapture arbeiten. Muss ich den angreifen? Oh Gott, mit was wirft der denn? Seit wann haben die denn bitte Waffen? Tu ihm weh! So, Moment. Alter Schwede. Er tut mir weh! Ich habe jetzt gleich meine gesamte Munition an dem Teil verbraucht. So, Stun, Waffe wechseln, machen wir so. Ach du Scheiße. Tu ihm weh! Tu mir nicht weh. Wie wär's damit? Nein. Was zum Teufel? Vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, ich füge dem gar keinen Schaden zu. Ich hab nichts mehr. Der muss mich nur noch einmal treffen. Ja. So, da sind wir wieder. Ich kann dem jetzt so lange Leben abziehen, wie ich möchte. Es wird absolut nichts bringen. Hi, Mr. Bubbles. Meine Güte. Nein, 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 nein. Nein, schmeiß doch nichts nach mir. Vor allen Dingen vergesse ich immer, die Kackwaffe zu wechseln. Nein. Ja, ich werde hier gleich ausgezogen, glaube ich. Ist er tot? Immer noch nicht. Jetzt aber. Danke. Doch. Mann, ey. Danke. Du warst sehr nötig zu meinem Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk. Fick
fertig. Ich habe so viel Muni verloren. Was für Dinger liegen hier bitte? Die Belohnung steckt in einem Teddybären, den du in Gazers Garden findest. Interessant. MG-Patron. Ja, nice. Sagen wir mal so, zum Glück verliere ich keine Munition. So, ich habe jetzt 4 Spritzen und 7 Medikits an einem Big Daddy verbraucht, also... Und hier liegen immer noch diese Dinger. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Die Stadt, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Da ist das Teil. Das Vaterland schreien sind die schlimmsten. Diese Verkehrung der Dinge, diese Menschheit an den endlosen Kreis Schuld und Versagen gekettet. Ja, bla 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 bla. So, Munition habe ich jetzt auch kaum noch. Sehr schön hier. Vielleicht wird man ja noch überrascht. E-Kiste untersuchen. Bandagen. Oh Gott sei Dank. Zum Glück hatte ich mir so viel Munition gekauft. Warte. Machen wir mal so. I hate it. Das ist eklig. Ekelhaft. Da hinten ist was. Hallo? Spiel? Ich möchte das haben. Das ist Munition. Warum legt das Spiel das da hin? Verbandskästen verleihen mehr Gesundheit. Interessant. Oh Gott im Himmel. Ach, ich habe keine Munition mehr. Hallo, ich will hier rauf. Und damit kann ich nicht zielen. Mann. Whee! Eve-Spritze. Das gefällt mir schon eher. Was ist das? Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ein Verbandskosten. Warte, hier waren noch die Teile. Hm.
muss aber kurz noch zurück. Da hinten war nämlich noch eine MG. Teilding. Blinkt hier was? Nee, dann habe ich mich nur getäuscht. Vielleicht habe ich schon untersucht. Na, zieh. Jawohl. Nee, das war so ein Bombenteil von diesem Kack-Daddy, ey. Der hat mich... Der hat mich ausgelaugt hier. Oh. Warte, da liegt doch was. Oh Gott sei Dank, Verbandskasten. Ja, ich weiß, dass ich das hier muss. Hallo, Velox. Hallo, Gottzero. Ich halte dich nicht vielleicht durchschaubar. What? Genau. Renn weiter. Warum müssen sie denn alle immer Sprengstoff haben? Und warum ist da jetzt eine? Hast du eine Waffe? Oh, Pistolenmunition. Und schon hat sie keine Munition mehr. Herzlichen Glückwunsch. Geld. Mehr finde ich nicht. Finde ich gut. Oder auch nicht, wie man möchte. Whisky! Hat da gerade jemand auf mich... Was? Was? Hat da gerade jemand auf mich? Bitte nicht! Au! Gott im Himmel! Die was zum Teufel? Zigaretten! Ich bin... Okay! Herzlichen Glückwunsch! So, hier wollte ich eigentlich rein. Was zum... Vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Kein Problem, Kleine. Jetzt habe ich schon wieder keine Munition. Gib mir mal was hier. Die haben doch alle was. Oh, hier ist das Geschenk. What? Zum Teufel. Ich will doch nur... Alter, ich will die Munition haben. Der hat die Munition weggesprengt. Neues Plasmid. Brauchen Sie einen Bodycard? Veranlasst einen Big Daddy, Sie zu beschützen. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Oh nein, er muss Sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um Sie zu schützen. Oh cool. Who is your Daddy? Nice. So, da wusste mein Lieblingsrevolver da. Pistole, wuhu! Ein Schuss wollte mich eigentlich verarschen. Und der Typ da hinten ist mir... Och! What the fuck? Was zum Teufel? Und jetzt ist da auch noch eine Kamera. Barry anscheinend... McCreamane? What? Hi, Kamera! Bin ich da? Nein! Nachher kommen wieder diese ganzen Teile. Will ich nicht. Und ich kann ihn nachladen. Was zum Teufel? Och, nö! Nein! Ich hasse es! Und ich habe keine Munition mehr! Oh Gott! Nein! Tschüss! Au, die Explosion tut ja auch noch weh. So, erstmal das weg. Ich glaub's ja wohl.
Da ist ja auch schon wieder eins. RIP! Das ist echt RIP! Oh Gott, da kommt noch eins. Bullshit! Oh Gott! Leben am Limit! Hier nachladen. Not even close. So, wenn ich die hacke, dann bin ich so gut wie tot. Okay, wir haben 5 Schuss hier, da. Ach du Scheiße. Scheiß Kameras immer. Warte. Verdammte Kacke. Gibt es hier nicht Verbandskästen 1? Guck dir das da an. Ist das Teil automatisch? Goodbye. Was zum? Liegen hier nicht so schöne Sachen wie... ein Healthpack oder so. Kiste. Natürlich nichts drin. Herzlichen Glühstrumpf, Barry. Ein Code. Oh, da liegt ein Verbandskasten. Ein Code. Ist er vielleicht da im Raum? Oh, Bullshit. Irgendwo hier. Oh Mann. Ich will da rein. Moment, ich gucke mich noch mal ganz genau um. Kann man die Fische nicht essen, dass man wenigstens ein bisschen Health kriegt? Alter, ich bin tot. Hat der nichts dabei, was irgendwie auf den Code hinweist? Scheiße. Und ich muss zum Typen nach oben. Ah! Hier steht auch nichts. Auch nix. Ich bin tot, wenn ich da hochgehe. Was ist das? Warte, C. Kann ich da runter? Oh! Patronen, was ist das? 45er Standardmunition fürs Maschinengewehr. Ja, dann gib mir die. Bin ich zu fett? Oh ja, ich kann nicht nachladen. Schon wieder vergessen. Hä? Limit erreicht? Ach, das sind die MG-Patronen. Warte, das sind die Panzerbrecher. Ironische Schrot, habe ich nur 6 Schuss. Doch, ich bin sehr böse. Meine Waifu geht. Ich bleib hier allein. Da ist was. Das will ich haben. Whisky! Jawohl. Da ist noch was. Ja. Da ist ein Verbandskasten wahrscheinlich. Und ich komme nicht ran, weil ich zu klein bin. Wie im reellen Leben.
Toll. So, ich werde eh sterben. Ja, das war abzuwarten. Hallo. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, oh, Verbandskisten. Oh, danke, alte Frau. Und eines Tages haben sich die jungen Herren nicht mehr. Was zum Teufel? Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Oh, nice. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Hm? Was? Das Ding hilft mir. Ja, da kann ich auch nichts für, junge Dame. Haben Sie Ihre Tage? Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die... Das ist aber big. Mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Dummes Teil. Ja, das geht jetzt nicht auf. Das Teil macht nur auf Nahdistanz viel Schaden. Alter! Hallo? Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat. Gib mir das alles! Ich kann mit der Munition, oh mein Gott, nicht umgehen. Pistolenkugeln! So, Moment, bevor ich mir den letzten erhole. Nee, das sind Panzerbrecher, die will ich ja gar nicht. Boy. Hm. Hast du eine Waffe fallen lassen? Oh, yes. Und ich habe auch ganz viel Geld. Oh, Pistolenkugeln noch mehr. Hm. Ach, den habe ich geheadshottet von da ganz hinten. Das ist ja cool.